Büro des Aufsehers. Oh. Das ist das Hotel. Was haben wir denn hier? Und das ist wieder so ein Videolog, glaube ich, ne? This is the personnel file of Miss Stone. Her father was English, her mother was Indian. Miss Stone graduated from Brown University with a PhD in archaeology and linguistics. In 2014, she accepted a commission to lead the group that would work on the Atlantis project. On August 20th, 2015, she drowned 1,500 meters under the surface of the ocean. Members of her group rescued her, but decompression sickness damaged most of the blood vessels in her brain. Doctors decided to put her in a cryo cell. In 2178, doctors performed a procedure that repaired the vessels in her brain. After the doctors revived Miss Stone, they offered her the opportunity to travel to New Atlantis and work as an archaeologist and linguist. The government of Earth hopes her knowledge will prove to be useful. Aha, so haben wir denn Background-Geschichte über uns. Meine Akte. Oh, komm. Der Ton, meine Akte. Kann ich hier. Oh, ups. Ich habe meine Personalakte im Archiv gefunden. Zwar ist es faszinierend zu erfahren, was mit mir passiert ist. Ja, das stimmt. Also kann ich das immer wieder angucken, oder was? Ah ne, da sieht man... Ah! Ja, ist noch ziemlich leer hier, ne? Nur den Zug gefunden. Aber ich bin dran, beziehungsweise wir. Und nett ist es, dass es hervorgehoben wird, wo man was findet. Aber es ist auch sehr einfach, da muss ich echt sagen. Da bin ich mal gespannt. Mit dieser Vorgabe wird es bestimmt sehr einfach sein, alle zu finden. Was ich natürlich auch hoffe. Will haben. Das ist Atlantis? Oder? Ja, ne? Für eine Angel bauen oder sowas? Dann brauche ich eine Angel oder sowas. Oder Magneten, ne? Oder sowas. Bestimmt. Da ist die Leiter. Ach so, so. Panzerknacker. Haben wir sowas? Ne, gut, dann brauchen wir eine Krankenstation. Ah, wir müssen in die Krankenstation. Für so ein ne, Teleskop. Aha. Okay, ich brauche jetzt noch Puder. Habe ich natürlich auch nicht. Kann ich hier irgendwas klicken? Nee, okay, dann aus. Raus. Kann ich hier rausschauen? Fehlt doch das, ne? Mhm. Noch
Leiter, ne? Okay. Gehen wir mal ganz, ganz weit zurück. Hier war das, ne? Zahnrad, was wir brauchen. Hoffe ich mal. All level 2 or higher employees must proceed to the evacuation area to attend an urgent meeting. Level 2 or higher employees must proceed to the evacuation area to attend an urgent meeting. Für mich nicht aus wie die Zielscheibe. Eher wie Kabel oder sowas. Das Zahnrad. Was ist das? Kantine? Essen, Messer und Gabel, ne?
brennt. Weg, schnell löschen. Kann ich hier was machen? Ja. Ja, wie denn? Sowas, Feuerzeug, blub. Das ist Stopp. Die Sicherung ist doch Quatsch. Die Batterie fehlt ja in Ordnung. So, ganz nebenbei, dieses Geräusch macht einen nervös, weil das erinnert mich irgendwie an XCOM, wenn ich da irgendwie Knotenpunkte deaktivieren muss. Das ist genau das gleiche Geräusch. Fühlt man sich irgendwie unter Zeitdruck. Peter! Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich schreibe diesen Brief, weil ich vermute, dass jemand meine E-Mails liest. Ich habe etwas Unglaubliches herausgefunden. Es gibt Wasser auf dem Mars. Eines Tages habe ich Taucherausrüstung in der Atlantis gefunden, als ich dachte, es könnte irgendwo einen unterirdischen See geben, habe ich den See gefunden. Es gibt so Wasser auf dem Mars. Ja. Es ist ja alles sehr, sehr interessant. Das Wasser hat heilende Eigenschaften. Es kann jede Wunde heilen, wie ein Elixier aus dem Märchen. Ja, alles klar. Der Jungbrunnen, oder was? Okay, also er hat eine Probe entnommen und ich soll das zum Freund auf die Erde schicke. Im Lagerraum, im Dock. Oh. Achso, das ist dann die Tür links wohl. Ganz zu Anfang, wo wir angekommen sind. Links, es gab einmal den blauen Schlüssel und den roten Schlüssel. Dahinter wird es wohl sein.